Moin zusammen, ich grüße euch alle. Herzlich willkommen zurück zu diesem Video hier auf meinem Kanal. Ich habe zuletzt an einem Giveaway teilgenommen, nämlich das auf dem Kanal von Lars1301. Ich war dabei der Sieger dieses kleinen Schnuckelchen hier, sage ich mal. Zuvor habe ich noch den größeren Bruder, das Real Steel Receptor, euch gezeigt. Als Vergleichsmodell habe ich noch mein Schnitzel Uno, mein modifiziertes, dazugepackt, was eine ähnliche Größe aufweist. Nun, heute haben wir das Real Steel Marlin, ein schönes kleines Neckknife. Dazu hat mir der Lars natürlich auch hier so einen schönen Button dazugepackt und natürlich ein bisschen Süßkram. Der Süßkram ging natürlich sofort an meine Frau. Besten Dank nochmal dafür. Und auch der Button hier sieht richtig geil aus. Also Daumen hoch an dieser Stelle. Ja, dann wollen wir mal das Prachtstück mal auspacken. Natürlich habe ich vorher schon reingesehen und schon so manche Verkleidung schon abgenommen und es in der Hand gehalten und alles. Von daher kann es losgehen. So, machen wir auf den Ganzen. Ja. Immer bei Real Steel mit einem schönen Tüßchen. Hier haben wir das Prachtstück mit einer Kydex. Beschreibung. Coolkette, wer es um den Hals tragen möchte. Wird bei mir weniger passieren. Ich bin mir der Mensch, der in der Tasche oder in der Hosentasche das trägt. Ja, machen wir mal weiter hier. Mit dem Real Steel Marlin. Hier haben wir das gute Prachtstück. Schönes handliches Neckknife mit einer Paracord-Umwicklung. Die Kydex hält das Messerchen ordentlich drin. Wir haben ein Stonewash finished. Das Design ist wie immer bei Real Steel oder wie allzu oft Osterpehl. Bin ich ja ein ziemlich großer Fan von. Auch hier slawische Messerform mit Droppoint. Sehr schön. Einen schönen ausgeprägten Fingerzoll. Man kann es richtig gut fassen. Also die Griffform, also die Griffhandhabung ist nicht hundertprozentig vorgegeben. Also man kann das Messer schon wunderbar sicher führen. Der Klingenrücken ist zwar geschärft, aber im Video von Reini Rossmann hat man gesehen, dass das Ganze ein bisschen leidlich funktioniert, müsste man gegebenenfalls ein wenig nachhelfen. Ja. Auch ohne Griffschalen fasst sich das Messer richtig gut an. Wir haben ein volles Vierfingermesser oder fast schon Fünffingermesser, sag ich mal. Also ich habe Handschuhgröße 9,5, also eine L. Da passt noch eine 10 drauf, definitiv. Ja, kein Jimping, ist bei dem Messer auch nicht vonnöten, sag ich mal. Das funktioniert auch so ganz gut. Die Schleifkerbe hier oben, typische Osterpehl-Design am Messer. Von daher ganz nett anzusehen. Ja, machen wir mal weiter. Kleiner Größenvergleich mit dem Receptor. Da ist schon ein bisschen Unterschied, sag ich mal, im Volumen. Nicht unbedingt in der Klingenlänge oder in der Grifflänge, sondern mehr am Volumen. Und die Klinge ist auch wesentlich schmaler als beim Receptor, aber das macht nichts. Das Marlin war sowieso schon lange auf meiner Liste. Aktuell Kaufpreis meine bei ca. 24 Euro im Netz, soviel ich das gesehen habe. So, dann wollen wir mal gucken, von den Maßen her, was wir hier haben. Also, was haben wir hier denn? Ach Gottchen, dummer Fehler. Habe ich fast schon das Logo da mit drauf gehabt. So, jetzt kann man es besser sehen. Ja. So, die Klingenlänge. Rechnet man den Fingerzoll mit, haben wir 7 cm, davon sind knappe 6,4 scharf. Es ist ein voller Flachschliff mit zweiter Phase. Sehr schön dünn ausgeführt.
Gesamtlänge des Messers ca. 16,5 cm bis zur unteren Kante. Also nicht zu klein. Also aus meiner Sicht sehr brauchbar. Ich sag mal so, wenn Neckknife oder ja, kompakte Fix, dann soll wenigstens der Griff ordentlich lang sein, dass ich richtig umfassen kann, ohne Fingergrooves oder sonst was. Einfach voller Griff, das ist schon mal sehr gut, hat man mehr Kontrolle, kann man wesentlich präziser und besser mitarbeiten, aus meiner Sicht heraus. Ja, der Stahl, wo haben wir den? Müsste, so viel ich weiß, der 8CR14 MOV sein, so viel ich orientiert bin. Das ist ein einfacher, gutmütiger Stahl. Also praktisch eine etwas leichte Verbesserung zum 8CR13 MOV, der dem AOS8 bzw. 440B Stahl entspricht. Der 8CR14 MOV, ich meine, jetzt 57 bis 58 Rockwell gehärtet ungefähr. Wo ist der Unterschied zwischen 8CR13 und 8CR14 MOV? Nun, der 8CR13 hat weniger Kohlenstoffanteil und wesentlich mehr Chromanteil als der 8CR14. Also ich achte das minimal leicht oberhalb von AOS8 bzw. 440B von der Schnitthaltigkeit, also wie lang es die Kante hält. Ja, sehr schön. Im Vergleich mit dem Receptor gar nicht mal so schlecht. Ich finde, Osterpil macht hervorragende Designs, also kann man nicht meckern. Schöne, kompakte Fix. Ja, das Real Steel Marlin, also war schon lange bei mir auf der Liste und ich habe es durch Zufall ergattert. Durch das Giveaway, Lars, nochmal meinen besten Dank. Finde ich richtig schön. Ja. Ja, noch mal kurz gucken, was es kann. Einen Augenblick, so, da bin ich wieder. Gucken wir mal, wie schneidfreudig der Kamerad ist. Ja, Schande, ey. Kacke. Das ist ja ein richtiges böses Aas. Klein, aber fein. Ja. Ein ganz scharfes Aas. Ja, das ist richtig. Da muss man auch nichts nachbessern. Das ist wirklich ein kleiner Lockenkönig, sag ich mal. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Scharfes Teil, also finde ich richtig geil. Yeah. Goodi, goodi. So viel zum Real Steel Marlin. Ich würde sagen, das soll es gewesen sein. In diesem Sinne, macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.